Wir wollen jetzt über diesen Fall und vor allem über die türkische Krankheit Magersucht sprechen mit Dr. Anne Fleck. Sie ist uns nun zugeschaltet und Ernährungsmedizinerin. Frau Dr. Anne Fleck, 440.000 Menschen leiden alleine in Deutschland an Essstörungen. Wie kann ich erkennen, ob mein Kind, meine Freundin, mein Partner auch dazugehört, wenn das vielleicht selber noch nicht zugeben möchte? Klassischerweise beginnt diese Essstörung nach einer ausgeprägten Diätphase. Und wenn Jugendliche, vor allen Dingen bei denen sollte man darauf achten, auch nicht nur Mädchen sind betroffen, sondern auch zunehmend Jungs, dass nach einer Diät auch zunehmend auf Essen verzichtet wird, Ausreden erfunden werden, ich habe jetzt keinen Hunger mehr oder andere Ideen kommen, warum man nicht am Essen teilnehmen will. Und in diesem Fall haben wir eine klassische Verbindung gesehen, dass oft nicht nur das gestörte Essverhalten ein Problem ist, sondern auch zunehmend eine Athletika, Anorexia Athletika. Das heißt, mit einem verstärkten Sport wird dann auch zusätzlich das kaloriensparende Essmuster weiter verschärft. Das haben Sie ja gerade gesagt, es werden Ausreden gesucht, warum man nicht mehr am Essen teilnimmt. Natürlich hat man trotzdem Hunger, das ist ja der menschliche Trieb. Wie kann es überhaupt sein, dass die Psyche so viel stärker ist als unser Urverlangen danach zu essen, wenn wir Hunger haben? Klassischerweise ist oft ein Bedürfnis dieser Menschen nach Autonomie. Sie haben oft einen sehr, sehr schlechten Selbstwert. Deswegen wäre mein Tipp an alle Eltern, geben Sie den jungen Menschen genügend Selbstwert. Das stärkt nämlich auch das Vertrauen in sich und den eigenen Körper. Und dieses Streben nach Autonomie, diesen einzigen Erfolg sozusagen, den nimmt sich diese Patientengruppe über das Essen. Und das ist eigentlich voll dramatisch, weil der ganze Tag ist bestimmt über den Gedanken, was esse ich jetzt, was, ne? Die beschäftigen sich viel mehr mit dem Essen, diese Menschen, als ein großer Gourmet. Können Sie uns vielleicht zum Abschluss noch einmal sagen, ab wann wird so eine Magersucht lebensbedrohlich und was sind dafür die Indikatoren? Man weiß, dass die Magersucht wirklich in bis zu 30% der Fälle maximal wirklich tödlich ist, nicht akut, aber dass die Betroffenen über die Jahre an den Folgen dieser Erkrankung sterben. Und klassischerweise haben sie einen so kritischen Body-Mass-Index, was aber auch erschwerend hinzukommt, was wir in diesem dramatischen Fall sehen, durch den extremen durch den Verlust von Elektrolyten, kommt es zu der Gefahr von Herzrhythmusstörungen. Und diese sind dann oft auch heimtückisch, kommen unberechenbar und enden dann in der Regel auch gerne tödlich. Vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Einblicke. Und wir wollen gleich weitermachen und vor allem mit der Fragestellung, was kann ich tun, wenn ich Angehöriger, wenn ich Freund bin, und wollen darüber sprechen mit der Verhaltenstherapeutin Jana Reichelshagen. Guten Abend, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Und gleich direkt an Sie nochmal die Frage, wenn wir so einen Fall im Freundeskreis, im Bekanntenkreis haben, was raten Sie Angehörigen, was raten Sie Freunden? Sollten Sie sich Sorgen machen, dass jemand in Ihrem Bekanntenkreis betroffen ist, nehmen Sie das auf jeden Fall ernst und suchen Sie das Gespräch mit der Person. Im Regelfall haben die Betroffenen selber ein Gefühl dafür, wollen es aber häufig nicht wahrhaben. Und deswegen ist es wichtig, mit Fingerspitzengefühl so ein Gespräch zu beginnen. Vermeiden Sie Vorwürfe, benennen Sie einfach eher, ich mache mir Sorgen um dich, ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut. Wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du? Also bieten Sie eher Unterstützung und Hilfe an, als auf Druck oder Zwang zu setzen. Frau Reichelshagen, Sie haben es gerade gesagt, meistens die Betroffenen wissen es eigentlich irgendwie schon selber. Aber natürlich ist der schwerste Schritt, das dann auch einzugestehen vor sich und vor anderen, dass man ein Problem hat. Das ist der größte und wichtigste Schritt. Aber was passiert danach, wenn ich selber weiß, dass mein Essverhalten nicht normal ist und krankhaft ist? Genau, Sie haben gerade schon gesagt, der erste Schritt ist eigentlich, zu sich selber ehrlich und offen zu sein und zu erkennen, dass ich ein Problem habe. Die Anorexie, aber auch die anderen Essstörungen sind wirklich ernstzunehmende Krankheiten und gehören durch Fachmänner behandelt. Daher ist es wichtig, zum Arzt zu gehen, zum Psychotherapeuten zu gehen, vielleicht in eine fachspezifische Klinik zu gehen, um sich behandeln zu lassen. In den seltensten Fällen ist man in der Lage, wirklich eine Essstörung alleine zu lösen, wenn man sich zu Hause versucht, alleine zu helfen.
das Körperliche, das Gewicht, das Essen, das ist eigentlich nur ein Symptom für das, was drunter liegt, die seelische Erkrankung und Problematik. Und das ist auch das, was die Krankheit am Leben erhält und was quasi durch eine Therapie gelöst wird. Josi Maria ist in den letzten Monaten sehr ehrlich mit ihrer Krankheit, vor allem auf Instagram, umgegangen, hat aber auch gesagt, sie hat sich vorher immer etwas dicker bearbeitet, damit es den Menschen eben doch nicht ganz so auffällt. Meistens sehen wir genau das Gegenteil bei Instagram oder anderen Social Medias. Es ist immer die perfekte Welt, alle Menschen sind dünn. Wie viel Einfluss, denken Sie, haben auch Instagram und all die anderen Apps, vor allem auf junge Menschen, die dort immer die perfekten Körper sehen? Das hat auf jeden Fall einen Eindruck, vor allen Dingen auch auf das Wahrnehmen eines normalen Körpers. Häufig mit einer Magersucht einhergehend ist etwas, was wir Körperschemastörungen nennen. Das heißt, die Betroffenen sehen ihren eigenen Körper verzerrt. Sie sehen ihren eigenen Körper als dicker wahr. Und je mehr Referenzpunkte wir haben, zum Beispiel durch die sozialen Medien, wo Körper bearbeitet werden, schlanker gemacht werden, desto andere Maßstäbe haben wir auch, desto mehr verschieben sich unsere Maßstäbe dafür, was normal ist. Ich kann mir vorstellen, dass in unserer heutigen Gesellschaft, wo schlank sein gleichgesetzt wird mit Erfolg und mit Leistung, Beliebtheit, einen Faktor gibt und mit reinspielt, aber nicht der alleinige Faktor ist. Ich denke, es ist einer von mehreren Faktoren, die dann in so einem Konzept zusammenkommen und so die Entstehung so einer Krankheit begünstigen. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.